Moin Hamburg, es ist Montag, der 27. Mai und ich hoffe, Sie hatten alle ein wunderschönes Wochenende. Mein Name ist Veronika, ich bin Studentin und arbeite nebenbei bei der Hamburger Beauty Brand Fleeky. Nun wünsche ich Ihnen aber einen guten Start in die Woche und ganz viel Spaß und Unterhaltung bei der Episode 174. Hamburg am Morgen. Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt. Zurück aus dem Wochenende und herzlich willkommen. Unser gesamtes Hamburger Morgen-Redaktionsteam hat diese Episode für Sie vorbereitet. Emily Niebuhr, Marlena Hennings, Sebastian Günther und ich. Und was ist dabei rausgekommen? Wir haben heute Morgen das Thema Schule gleich zweimal auf der Liste. Einmal geht es um die Frage, wie die Schulen im täglichen Ablauf mit der Cannabis-Teillegalisierung umgehen sollen. Da stellt sich so eine einfache Frage wie, dürfen Lehrer in der Schule zum Joint greifen, zum Beispiel im Lehrerzimmer? Die Antwort gleich. Nochmal Schule, aber ganz anders. Unsere Stadt bekommt eine Schule, in der nicht alles, aber vieles ganz anders sein wird. Keine geregelte Anfangszeit. Schüler können nicht nur im Sitzen lernen, sondern auch im Liegen. Klingt das wie eine Neuauflage der anti-autoritären Erziehung oder ist das tatsächlich die Zukunft? Lassen wir uns gleich von unserer Chefreporterin Miriam Opresnik erklären. Ich mache mein Kreuz auf dem Wahlzettel und fertig. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Haben Sie schon mal in Ihre Wahlunterlagen geschaut? Ein unfassbarer Wust an Papier und auch an Erklärungen. Wir holen uns mal den Rat von einem Profi. Warum bekommen wir so viele Zettel und warum müssen wir so viele Stimmen verteilen? Wir starten jetzt. Die Cannabis-Teillegalisierung wirft im Alltag, und das war ja zu erwarten, die eine oder andere Frage auf, über die sich im Vorfeld niemand so recht Gedanken gemacht hat oder aber niemand Gedanken machen konnte. Da wollen wir mal fair bleiben. Aber diese Fragen stehen jetzt trotzdem im Raum und eine Antwort muss her. Dazu gehört auch der Umgang mit Cannabis an den Schulen. Insa Gall, die Chefin unseres Ressorts Landespolitik, ist jetzt mit uns verbunden. Die Schulbehörde hat einiges klargestellt. Und wenn ich das flapsig formuliere, Insa, ist es zumindest für einige Lehrer ein bisschen doof. Sie dürfen in der Schule nicht kiffen. Nee, dürfen sie nicht, erstaunlicherweise. Also es wird jetzt ganz hart für Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer. Sie dürfen in der Schule und übrigens auch kurz davor nicht kiffen. Sie dürfen also nicht bekifft in den Unterricht oder in die Schule kommen, übrigens auch nicht auf Klassenfeste, Schulfeste, Klassenreisen und so weiter. Das ist alles mit einbegriffen. Ja, du hast da schon recht. Es gab viel zu regeln. Es gab ja viel Kritik auch an dem Gesetz im Vorfeld und viele Fragen waren noch offen. Zum Beispiel, was sind eigentlich Schwellenwerte im Verkehr? Mit wie viel Cannabisgehalt darf man am Steuer sitzen? Was sind Bußgelder? Und jetzt hat eben die Schulbehörde einen Schulbrief an alle Hamburger Schulleitungen geschickt mit so Regelungen, wie an der Schule damit umzugehen ist. Ja, aber der Punkt ist doch, wenn, also das ist zumindest mein Eindruck, dass da natürlich auch insgesamt ein politischer Wille dahinter steckt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt der Hamburger Senat, speziell unser Bürgermeister und auch der Innensenator überhaupt gar kein Fan von dieser Teillegalisierung. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt so eine Trotzreaktion ist, aber Hamburg ist schon hart drauf, wenn sie jetzt, also so wie wir die Regeln aufstellen, oder? Bußgelder sind sehr hoch. Ja, die sind schon hoch, wobei diese 30.000 Euro ja wirklich nur die oberste Grenze für irgendwas ist. Das wird ja nicht in der Regel verlangt. Also Tschentscher und Groth haben sich im Vorweg total kritisch geäußert. Tschentscher hat da auch deutlich gemacht, dass er das nicht gut findet. Jetzt sagt auch die Schulsenatorin Xenia Bekeres, die hat wirklich Vorbehalte und sagt, es besteht die Gefahr, dass die Legalisierung des Cannabiskonsums für Erwachsene bei den jungen Leuten ein falsches Signal der Harmlosigkeit von Cannabis setzt. Also da besteht durchaus Sorge eben gerade beim Jugendschutz. Und nun stellen wir uns ja des Öfteren bei ganz vielen Regelungen, bei ganz vielen Gesetzen immer die Frage, wer zum Henker soll denn das kontrollieren? Also wir alle wissen doch, und das ist jetzt noch nicht mal so ein Generalvorwurf, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung und eine Erkenntnis, dass Schüler schon sehr oft, viele Schüler mit Marihuana, mit Cannabis, mit Joints in Berührung gekommen sind und sie auch genau wissen, wo sie sich das Zeug besorgen sollen. Oft heißt es dann ja, kriegen sie sowieso auf dem Schulhof. Wer soll denn das kontrollieren? Sind die Lehrer jetzt dazu angehalten, auf den Schulhöfen so oder so zu kontrollieren, ob jemand das Zeug dabei hat? Weil das hätten sie ja schon vorher machen sollen. Es wird wahrscheinlich genauso kontrolliert, wie es vorher kontrolliert worden ist, nämlich nicht sehr stark. Und es sind auch dieselben dafür zuständig. Natürlich achtet die Polizei darauf, wenn sie feststellt, dass im Umfeld von
von Schulen oder Kindergärten jemand Cannabis raucht. Und die Schüler, die Lehrer sind angehalten, das zu kontrollieren, aber das wird sicherlich nicht sehr viel mehr passieren als bisher schon. Das gilt ja auch wie bisher. Der Konsum von Cannabis ist generell verboten den Schülerinnen und Schülern in den Schulen und auch allen unter 18 Jahre. Da gibt es zwar keine Strafen, aber es ist verboten und war vorher schon verboten und es wird vermutlich so kontrolliert wie bisher, nämlich wenig. Und welche Handhabe habe ich denn? Also was macht, also ich habe verstanden, dass es vorher ja auch schon verboten war. Und jetzt wird es ja eigentlich nicht in dem Sinne, nur weil es eine Teillegalisierung gibt, können die Schüler ja jetzt nicht sagen, hoch die Tassen, ist mir doch alles egal. So soll es ja nicht sein. Vielleicht ist es so, aber so soll es zumindest nicht sein. Wie kontrolliert man das denn überhaupt? Sage ich, der Schüler hat so eine verzögerte Reaktion oder hat glasige Augen. Wie will ich denn das kontrollieren? Also ich glaube, dass das Mitführen von Cannabis ist wahrscheinlich gar nicht zu kontrollieren. Es sei denn, man macht da irgendwie Leibesvisitation oder kontrolliert die Schultaschen. Und ich glaube, dass wenn jetzt Schüler stark bekifft im Unterricht auffallen, dass dann die Erziehungsberechtigten, die Sorgeberechtigten informiert werden sollen. Da gibt es jetzt auch einige Hinweise in diesem Schulbrief, also dass man die eben kontaktieren muss, dass man die Jugendlichen dazu überreden soll, an so einem Präventionsprogramm teilzunehmen. Und das in ganz schweren Fällen, wenn es immer wieder passiert, auch das Jugendamt eingeschaltet werden. Insa, nur mal jetzt abschließend die Einschätzung. Glaubst du, dass das Thema an sich, ich sag mal, der Umgang damit und die Menge des Konsums an den Schulen in irgendeiner Form sich in die richtige Richtung bewegen wird, nämlich weniger? Oder glaubst du, es ist, wie es ist, wir können da eh nichts machen? Nee, das wird, glaube ich, nicht besser. Das ist ja eher der Not geschuldet jetzt und der Sorge, dass es eben mehr werden könnte. Das ist ja der Grund dafür, dass dieses Schreiben jetzt nochmal auch an die Schulen verschickt wurde. Und ich glaube, man muss das schon befürchten, dass es mehr werden könnte, weil zum einen es ja stimmt, dass das ein Signal aussenden könnte, wenn es für Erwachsene erlaubt ist, dass dann auch 16, 17, 18 oder sie denken, sie können eben es auch machen und das sei ungefährlich. Und auch nehme ich an, dass es sehr viel leichter werden wird für die Jugendlichen eben sich Cannabis zu besorgen, weil das ja teilweise legal dann im Umlauf befindlicher Stoff ist und man das sicherlich nicht wird immer unterscheiden können. Vielen Dank für diese Einschätzungen an Insa Gall. Am 9. Juni haben wir eine Doppelwahl, Europa- und Hamburger Bezirkswahlen. Haben Sie Ihre Wahlunterlagen schon bekommen? Wahrscheinlich ja. Haben Sie auch schon mal reingeschaut? Das ist ziemlich viel Papier, oder? Also ohne entsprechende Vorbereitung wird das mit den Wahlen nix, würde ich sagen. Auf der einen Seite finde ich das ja gut, dass wir uns beschäftigen müssen mit dem, was wir da tun. Demokratie ist kein Selbstgänger. Ich soll ja nichts Unüberlegtes machen, aber es ist ein unfassbarer Aufwand, wenn man das auspackt und dann erstmal endlose Erklärungen studieren muss. Fragen wir mal unseren Landespolitikexperten Peter Ulrich Meyer. Dir als Profi ergeht das wahrscheinlich nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, Peter, einige Menschen sind vielleicht etwas überfordert. Ja, also ich würde jetzt sehr schnell und sozusagen etwas platt antworten, das sollte uns die Demokratie wert sein, dass wir uns einmal alle paar Jahre etwas intensiver mit so einem Wahlzettel beschäftigen, der in der Tat, was die Bezirksversammlungswahl angeht, ziemlich umfangreich ist. Und jeder hat 10 Stimmen, die er vergeben kann, auf keinen Fall mehr. Weniger dürfen es sein, aber bloß nicht mehr, dann ist alles ungültig. Und diese Vielzahl der Stimmen zielt einfach darauf ab, dass du die Möglichkeit hast, die Stimmen unterschiedlich zu vergeben. Hast du nur eine Stimme, wie bei der Europawahl, kannst du nur eine Partei oder Wählervereinigung ankreuzen. Hier bei der Bezirksversammlungswahl ist es so, du kannst theoretisch deine Stimmen auf eine Vielzahl von Parteien oder Wählervereinigungen verteilen. Außerdem kommt noch hinzu, dass es Wahlkreise gibt, genauso wie bei der Bürgerschaftswahl. Und das dient dazu, dass sozusagen die Politik örtlich stärker angebunden ist, dass also Kandidaten sich im Wahlkreis vorstellen, mit denen man ja vielleicht auf dem Markt oder wo auch immer spricht, mal in Kontakt kommt und so einen persönlichen Eindruck hat. Das ist also eine höhere Verbindlichkeit von Politikern an der Basis. Das ist eigentlich der Sinn dieses Wahlsystems, das in der Tat kompliziert ist und im Laufe der Jahre immer komplizierter geworden ist, weil der Verein Mehr Demokratie, der sich eben für
eine breite Basisbeteiligung einsetzt, auch über mehrere Schritte, auch über Volksinitiativen dafür gesorgt hat, dass wir ein so ausdifferenziertes Wahlsystem haben. Das, letzter Satz, allerdings in den für die Bezirksversammlung praktisch identisch ist mit dem für die Bürgerschaftswahl. Wir wählen ja am 9. März nächsten Jahres die Bürgerschaft. Aber vielleicht noch mal eine Erklärung dafür, warum sind es 5 Stimmen? Also ich habe verstanden, auf keinen Fall 6 Stimmen geben, ungültig. 4 ist okay, aber höchstens 5. Warum 5? Ja, das ist sozusagen, letztlich ist es eine gegriffene Zahl. Also nochmal, damit keine Missverständnisse entstehen, weil ich am Anfang von 10 gesprochen habe. Es sind 2 mal 5. Ja. Also erkläre ich das eben nochmal. 5 Stimmen für die sogenannte Bezirksliste. Das sind die Stimmen, die darüber entscheiden, wie die Zusammensetzung der Parteien und Wählervereinigungen in der Bezirksversammlung ist. 5 weitere Stimmen sind diese Wahlkreisstimmen. Und da kann ich individuell die Kandidaten, die in meinem Wahlkreis antreten, wählen. Dass es nun 5 und nicht 3 oder 7 sind, das ist sozusagen ein politisch ausgehandelt worden. Man kann sagen, wenn wir jetzt statt 10, 20 Stimmen hätten, dann wäre die Sache vielleicht noch etwas feiner, aber es wird dann natürlich irgendwann auch unübersichtlich. Das ist also, wenn man so will, eine gegriffene Größe. Die Bezirkswahlen, ich würde jetzt immer mal sagen, vom Gefühl her, die Resonanz ist wahrscheinlich von der Wahlbeteiligung nicht so hoch, wie sie eigentlich sein müsste. Deswegen hat man es ja auch mit der Europawahl zusammengelegt. Das macht ja Sinn, dass man das dann gleich sozusagen in einem Rutsch machen kann. Und dadurch wird ja eine höhere Wahlbeteiligung erhofft. Aber es ist ja eigentlich verrückt, für dich auch als politischer Beobachter, weil die Bezirkswahlen sind ja so extrem vom Einfluss auf mein tägliches Leben, dass ich eigentlich sagen müsste, ich muss ein ganz hohes Interesse haben, bei dieser Wahl mitzumachen. Ja, da stimme ich absolut zu. Die Bezirke oder Bezirksversammlungen in Hamburg sind tatsächlich bessere kommunale Ausschüsse, aber es gibt eben unglaublich viel, das die Bezirksversammlungen vor Ort regeln. Das geht los mit, sagen wir mal, der Einrichtung von bestimmten Beschränkungen auf Straßen, von Parkplätzen und geht hin bis zu Baumaßnahmen, soweit sie eben in einem unteren Bereich sich abspielen. Also große Baumaßnahmen laufen über die Bürgerschaft. Und es ist im Grunde die Politik, die vor Ort gemacht wird. Teilweise sehr kleinteilig, aber das, was jeden Menschen berührt, wenn er in einer Stadt wie Hamburg lebt. Ja, und Menschen, die natürlich auch mit einem extrem hohen Engagement dabei sind. Das, finde ich, sollten wir an der Stelle auch mal würdigen. So ist es. So ist es. Das erfordert schon auch einen erheblichen zeitlichen Einsatz. Und man kann eigentlich nur die Leute dazu beglückwünschen, die bereit sind, diese Zeit auch zu investieren. Die Bezirksversammlungen stehen, das muss man eben sagen, auch ein bisschen im Windschatten der Bürgerschaft und natürlich auch der Bundespolitik. Das ist schon so. Peter, lass uns auch über die Europawahl sprechen. Wen oder was kann ich denn für Europa überhaupt wählen? Ich sag mal, eine Ursula von der Leyen als Vorsitzende der Europäischen Kommission, da habe ich da überhaupt Einfluss drauf? Naja, also es ist schon so, dass man eben immer nur eine Partei und damit auch die von der Partei vorgegebene Liste wählen kann. Also anders als bei der Bezirkswahl, was wir eben besprochen haben, kann man hier nicht kumulieren oder panaschieren, keine Stimmen aufhäufen oder verteilen auf mehrere Kandidaten und Parteien. Und man sieht auf dem Stimmzettel der Europawahl, wen man da wählt. Also Ursula von der Leyen ist zum Beispiel nicht da drauf für uns in Hamburg. Insofern ist das vielleicht für manche eine kleine Enttäuschung. Ansonsten gelten eben die Bundeslisten, die bundesweiten Listen für die Europawahl. Bei der CDU ist es eine Besonderheit, die hat eine Landesliste. Die CDU hat für alle 15 Bundesländer jeweils eine eigene Landesliste. Das ist aber nur geschuldet der CSU, die darauf besteht, eine eigene zu haben. Da muss der Rest sozusagen folgen. Ja, und ich glaube auch noch mal ein wichtiger Hinweis, was ja zur Bundestagswahl unterschiedlich ist, ist das mit dieser 5%-Grenze. Deswegen, wir wundern uns ja manchmal, wer da alles im Europaparlament so drin sitzt, an Parteien, wo wir sagen, wo kommen die denn eigentlich her? Aber das hat mit der 5%-Grenze zu tun. Die gibt's da ja da nicht.
So ist es, ganz genau so ist es. Die Zahl der zu vergebenden Sitze ist nicht gebunden an eine Hürde. Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, für die Bezirksversammlungswahlen gilt die 3%-Hürde. Ne? Auch nicht da 5, besteht also die Chance für Parteien, die kleiner sind, was zu bewegen. Ja, tatsächlich. Also wenn Sie auf der Bezirksliste antreten, dann sind Sie in diese 3%-Hürde gebunden. In allen Bezirken treten die Parteien an, die im Moment auch in der Bürgerschaft vertreten sind, die 6. Und in weiteren 4 Bezirken gibt es darüber hinaus noch Wählervereinigungen und weitere Parteien. Es ist jetzt auch so, dass erstmals sowohl bei Europa als auch in den Bezirken die jungen Menschen ab 16 wählen können. Vielleicht ganz wichtig. Wir sind ja dran gewohnt, ab 18. Beim Wählen ist es jetzt so, dass man ab 16 und 17-Jährigen können auch wählen. Wer am Wahltag 16 wird, darf mitwählen. Peter, zum Schluss noch mal eine Sache. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die These in den Raum gestellt, wenn man diesen Umschlag aufmacht und das dann so sieht, diese vielen Blätter, dass man dann möglicherweise ein bisschen überfordert sein könnte. Hast du ja zu Recht gesagt, na komm, auf der anderen Seite, das sollte uns die Demokratie schon wert sein und beschäftigt euch mal bitte damit. Aber denkst du nicht auch so ein bisschen, ist irgendwie aus der Zeit gefallen? Es ist eine, keine Ahnung, wie viel Seitenbroschüre, das ist eine wahnsinnige Papier, in Anführungszeichen, Verschwendung. Mehrere Seiten, wo nur Muster draufsteht, wo man sich wundert, hätte man die sich nicht sparen können. Also, dass man da möglicherweise mal sagt, auch Wahlen müssten mal so richtig in die digitale Zukunft gehen. Den Eindruck, da würdest du mir doch zumindest zustimmen. Ja, also, wenn du sagst, wir können Papierkosten und Druckkosten sparen, indem wir das in Zukunft alles digital anbieten, da würde ich einerseits sagen, ja, das ist in Ordnung. Man könnte das technisch auch alles so machen. Da denke ich allerdings an die Menschen, insbesondere ältere Menschen, die daran gewohnt sind, dass sozusagen schwarz auf weiß beziehungsweise schwarz auf gelb oder rot, je nach Wahlzettel, vor sich zu haben und in Ruhe alles sich sozusagen gedruckt anzugucken. Ich glaube, eine gewisse Zeit brauchen wir das noch. Irgendwann wird man den Wechsel vollziehen und dann wird man digital wählen. Ich habe einen Ratschlag an jeden, der wählen gehen möchte. Ja. Es ist wirklich wichtig, sich zu Hause vorher hinzusetzen, sich die Muster, die ja jeder nach Hause bekommen hat, genau anzusehen und sich im Grunde vorher zu überlegen, wo man sein Kreuzchen macht. Wenn man in der Wahlkabine steht und dieses Buch aufschlägt, dann ist man erschlagen von der Vielzahl der Namen und dann hat man vielleicht nicht den richtigen macht man das Kreuz nicht an der richtigen Stelle, wo man es eigentlich machen will. Also eine gute Vorbereitung ist schon, glaube ich, wirklich sinnvoll. Und da komme ich auf den Anfang zurück. Das sollte uns die Demokratie wert sein. Also, auch hier gilt, Vorbereitung ist alles oder fast alles. Danke an Peter Ulrich Meyer. Ich hatte es ja am Anfang dieser Episode erwähnt. Das Thema Schule haben wir heute zweimal drin, aber in ganz unterschiedlicher Form. Eben hatten wir gecheckt, wie die Schulbehörde mit der Cannabis-Teillegalisierung umgehen will. Jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wir sind also ganz weg vom Thema Drogen. Wir schauen auf eine Schule, die in Hamburg erst noch gebaut wird. Und zwar im alten Vivo Shopping Center in Altona. An dieser Schule soll vieles, vielleicht nicht alles, aber sehr vieles anders werden. Der Sinn der Sache, das Lernen soll angenehmer werden und nicht nur das. Das Lernen soll auch viel mehr auf die Bedürfnisse der Schüler abgestimmt werden. Unsere Chefreporterin Miriam Opresnik hat sich das Projekt ganz genau angeschaut. Als erstes erklär uns mal, Miriam, wer ist denn auf die Idee gekommen, eine Schule in ein Einkaufscenter zu bauen? Das ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass du auf der einen Seite dieses leerstehende Einkaufszentrum hattest, beziehungsweise es wurde ja einfach umfunktioniert, und auf der anderen Seite einen sehr stark florierenden Stadtteil hast, wo viele junge Familien hingezogen sind und man einfach eine stark steigende Schülerzahl hatte. Und die Notwendigkeit bestand, eine neue Schule zu gründen. Nun kannst du natürlich in so einem dicht besiedelten Stadtteil nicht einfach eine Schule bauen. Und man hat sich gefragt, wohin mit den ganzen Schülern? Und ist dann einfach auf die Idee gekommen, Mensch, auf der einen Seite haben wir da ungenutzte Flächen, auf der anderen Seite haben wir zu wenig Schulen. Wie können wir da zusammenkommen? Und so ist diese Idee entstanden. Das Spannende an dieser Schule ist ja, das eine ist, wie diese Schule konzipiert wird, also in der baulichen Form. Und das andere, wie die Schüler die Schule dann im wahrsten Sinn erleben werden. Faszinierend ist ja schon, dass einfach aufgrund dessen, dass du diese Schule umnutzt, du erstmal ökologisch wahnsinnig nachhaltig agierst. Ne? Das ist natürlich wesentlich nachhaltiger, als eine Schule abzureißen und neu zu bauen.
Andererseits bist du natürlich gewissen Zwängen unterworfen, dass du einfach gewisse räumliche Strukturen vorgegeben hast. Und man hat sich so anhand denen orientiert und einfach ein ganz offenes neues Schulkonzept konzipiert. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über diese Lerncompartments sprechen wollen. Also wir werden ja in dieser neuen Schule gar keine Klassenräume im herkömmlichen Sinn mehr haben, wie wir sie noch von früher kennen. Ne? Man nennt das ja diese Flurschule, ne? Dass du so lange Flure hast, rechts und links gehen die Zimmer ab. Das wird es hier gar nicht mehr geben. Du hast eben so Lerncompartments, die sind auch mehrere hundert Quadratmeter groß, aber eben ganz offen gestaltet. Und du hast nicht mehr dieses Klassenzimmer mit Tischen, Stühlen, Tafel, Peng. Das war's ja dann auch. Ne? Und anhand dessen sollst du einfach viel offener lernen können und auch viel mehr Möglichkeiten haben, dir das Lernen selber so zu gestalten, wie es eben für dich geeignet ist. Man weiß einfach heute, nicht jeder ist dafür geeignet, 90 Minuten auf seinem Popo am Tisch zu sitzen und Zettel auszufüllen. Wow, die Überlegungen gehen ja insgesamt sehr weit, muss ich schon sagen. Also die Kinder haben die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch mal zurückzuziehen, sich zu erholen. Vielleicht sogar mal zwischendurch die Augen zuzumachen, weil Miriam, das ist ja nun auch hinlänglich bekannt, in der Regel sind Kinder und Jugendliche nicht dafür gemacht, um 7.50 Uhr oder 8 Uhr eine Topleistung zu erbringen. Genau, und gerade dieses Prinzip der Pausen, ne, das geht natürlich in beide Richtungen, dass du auf der einen Seite sagst, Mensch, wenn ich ein Kind habe, das gerade total konzentriert an seinen Aufgaben arbeitet, warum soll das durch eine Pause gezwungen werden, damit aufzuhören? Warum soll das verdonnert werden, eine Pause zu machen? Und auf der anderen Seite hast du vielleicht ein Kind, das nach 20 Minuten vollkommen durch ist, vollkommen müde ist, sich nicht mehr konzentrieren kann. Warum willst du das dann noch 50 Minuten mitschleifen und der stört nur oder baut einfach vollkommen ab? Warum gibst du dem Kind nicht die Möglichkeit zu sagen, Mensch, du entscheidest selber, wann du deine Pause machen möchtest? Und kriegen manche Leute da sofort hektische Flecken, wenn sie hören, die Kinder können alles selber entscheiden. Und wo bleibt die Disziplin? Ich tippe doch aber mal, das hat man sich ja auch überlegt, und dass es möglicherweise auch da so eine Art Mittelweg gibt, weil man kann ja auch Disziplin dadurch erreichen, dass man Freiheiten gibt. Ja, beziehungsweise das wird eben auch Teil des Lernprozesses sein, ne? Dass man eben sagt, wir führen die Kinder auch heran, dass sie einfach auf sich hören und irgendwie auch dieses Lernen lernen. Ich glaube, das kommt überhaupt in vielen Schulen einfach viel zu kurz, ne? Die Kinder dazu anzuregen, wie lernst du eigentlich? Und wie findest du eigentlich den Weg, der für dich geeignet ist? Wie gesagt, also definitiv ist nicht jeder dafür geeignet, irgendwie Zettel auszufüllen. Es wird andererseits aber auch nicht jeder dafür geeignet sein, irgendwie nur am Tablet zu sitzen. Ich glaube, man muss da wirklich gucken, was für unterschiedliche Kinder, welche Lernwege es gibt. Und das ist einfach großartig, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, da so ein bisschen zu gucken, wer wie agieren möchte. Miriam, das Einzige, was an diesem Projekt wirklich schade ist, wir müssen bis zur Fertigstellung noch 3 Jahre warten. Ja, und dass es sie nicht zehnfach in ganz Hamburg verteilt gibt, um ehrlich zu sein. Also, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe es schon vor einiger Zeit gehört von dieser Schule, war total angefixt, habe ganz vielen Freunden davon erzählt und habe jetzt nach und nach gehört, dass es so Teile davon auch schon in anderen Schulen gibt. Also ich glaube manchmal, wenn man nicht so in der Schullandschaft behaftet ist, hat man gar nicht mehr so viel Vorstellung davon, wie tolle Lernkonzepte es schon gibt. Also wir haben, glaube ich, auch andere tolle Schulen in Hamburg, aber die ist jetzt wirklich schon sehr einzigartig mit ihrem Konzept, was sie haben und natürlich mit den Räumlichkeiten. Also großes Lob für dieses Projekt und für den Mut, so viele neue Dinge auszuprobieren. Danke Miriam Opresny, klingt durchaus faszinierend. So, mit dieser Montagsepisode sind wir durch, Nummer 174. Und ich merke gerade, es ist ja gar nicht mehr so lange, bis zu Nummer 200. Wow. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns Feedback geben. Wie zum Beispiel David Krummwiede von der Volt-Partei, der uns für unsere Folge vom letzten Montag gelobt hat. Pfingstmontag, um genau zu sein. Da ging es um die aktuellen Wahlplakate, die in der Stadt zu sehen sind. moinhamburg@abendblatt.de. Diese Adresse hat David benutzt und Sie können das natürlich auch sehr gern nutzen. Nicht nur für Lob, selbstverständlich auch für Kritik. moinhamburg@abendblatt.de. Bis morgen und bye bye. Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen. Ich bin Christiane Hampe. Guten Morgen. Vor dem Oberlandesgericht in Hamburg startet heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger aus dem Raum Bad Bramstedt. Der 66-Jährige hegte laut Anklage Umsturzfantasien und hat im Netz nach Komplizen gesucht, um Deutschland zu einem autoritären Reich zu machen mit einer Verfassung ähnlich der von 1871. Wichtiger Schritt heute auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Busverkehr im Raum Hamburg. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein nehmen jetzt knapp 50 neue Elektrobusse in Betrieb. Damit ist dann fast ein Viertel der VHH-Flotte emissionsfrei unterwegs.
In Barmbek, Alsterdorf oder Norderstedt wird es ab heute etwas ruhiger, zumindest was den Fluglärm angeht. Am Hamburger Airport wird die Start- und Landebahn Norderstedt-Alsterdorf wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Heißt, 5 Tage lang starten oder landen dort keine Maschinen. In der Zeit ist dann nur die Piste Niendorf-Langenhorn in Betrieb. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.